zum einfrieren Gebläse mit Zweitaktmotor. Wir haben uns so eine Scheune nach dem Getreide auslagern sehr gut ausreinigen. Das geht schneller als fegen, ist gründlicher und man kommt eben auch in so Ritzen rein. Das haben wir eben gesehen hier beim Pfosten. Da müsste man also sonst saugen, wenn ich da jetzt nochmal reinhalte, ist das schön sauber. Ja, und ist bequemer. Wenn man die Tore schön aufmacht, dann zieht auch der Staub ab. Und dann kann man so eine Scheune relativ fix ausreinigen. Was in jedem Fall sinnvoll ist bei der Arbeit mit diesem Gerät, sind Ohrenschützer. Sonst ist das auf Dauer nicht gut für die Ohren. Also Ohrenschützer gehören dazu. Und am besten ist ein windiger Tag, dann zieht der Staub auch besser ab als jetzt. Jetzt ist hier sehr windstill, aber gut, es geht. Ist jetzt hier schon, nächstes Jahr wird es 100 und da muss man sagen, die haben also hier hervorragend gebaut, schon 1921. Das ging ja hier um das Einbansen, deswegen so hoch. Also wurde bis oben hochgelagert von den Erntewagen, deswegen dann auch die Querdurchfahrten. Und heute kann ich hier in der Scheune wegen der guten Bauhöhe mit dem Stapler Getreide laden. Also vor 100 Jahren haben die schon so gebaut, dass es heute immer noch nahezu optimal passt, wenngleich man ja heute wahrscheinlich freitragend bauen würde. Aber beim Laden mit Stapler stören auch die Stützen hier nicht. Und so ein altes Gebäude hat eben schon richtig Würde. Neue Gebäude nach 100 Jahren sehen manchmal bestimmt schlechter aus als diese Bauweise. Ja, diese Scheune ist deswegen in einem guten Zustand, weil das die Hauptscheune der LPG hier im Ort war. Gut, den Fußboden habe ich dann selber gepflastert, das war also pflastern lassen, da war Magerbeton. Hinten die Wand ist neu mit den Platten. Das waren hier also oder sind Prüßwände. Das sieht man hier so ein bisschen, wenn man genau guckt. Man sieht immer so ein großes Rechteck. So ein bisschen, wenn man genau hinschaut. Nicht so die Rechtecklinien. Oben lang und wieder runter. So große Rechtecke, das sind Metallbänder. Und in den Metallbändern hat man diesen Halbstein hochgemauert. Das ist jetzt nicht so gut, hat sich nicht bewährt, würde man heute nicht mehr machen, weil das Metall natürlich aufquillt im Laufe der Jahre durch Rost. Und deswegen ist das dann nicht so von Dauer, aber diese Wände tragen ja nicht. Da ist natürlich das Vorhängen von Platten heute der elegantere Weg. Diese Platten sind noch alt, aus der LPG-Zeit. Und alt ist auch noch hier die Beschriftung. Mir sagen diese Sortennamen nichts, was hier noch steht. Aber manch einer wird sich vielleicht noch erinnern, hier Nebelia. Das steht jetzt hier schon 30 Jahre an der Wand. Virena, das werden wohl Getreidesorten sein. Klingt mir nach einer Gerste, würde ich sagen. Hier liegt dann nochmal, lag vor 30 Jahren Nibella und so weiter. Hier haben wir dann noch einen Masto. Also diese Kreidebeschriftung ist noch original von vor 30 Jahren von der LPG.